Hallo zusammen, heute möchte ich dir zeigen, wie du schnell und einfach jeden Film ansehen kannst. Als erstes, was du tun musst, ist auf Google zu gehen und im Browser ganz einfach herunterladen, ganzerfilm.com eingeben. Wie du sehen kannst, gibt es hier alle möglichen Filme. Die Website können Sie auf jeden Film, den Sie interessiert, durch Kategorien, die Sie auf der rechten Seite und auf der Oberseite haben, suchen. Und du kannst natürlich das Suchfeld benutzen, wie ich. In meinem Beispiel suche ich hier John Wick 2. Du kannst auf den Titel des Films klicken und dann hast du weitere Informationen. Hier siehst du zum Beispiel Informationen über den Film, zum Beispiel wer sind die Schauspieler etc. Klicken Sie nun auf Herunterladen. Auf dieser Seite kannst du dich nun vor Ort direkt registrieren. So können Sie alle neuesten Filme in bester Qualität ansehen. Aber ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie es genau funktioniert. Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche "Konto zu erstellen". Wir sind nun auf der Seite, wo du deinen Account machst. Du musst deine E-Mail-Adresse und dein Passwort eingeben. Danach klicken Sie auf Weiter. Hier kannst du sehen, welche Art von Konten existieren und was mit ihnen genau passiert. Ich zeige dir nun den besten Weg, wie es geht. Sie verlassen die Informationen, so können Sie sich registrieren. Nachdem du alles durchgeklickt hast, warte ein paar Sekunden, bis dein Account vollständig verarbeitet wurde. Und schon ist es passiert. Wir sind jetzt nah am Ende. Hier ist der wichtigste Schritt. Wähle Optionen, damit es nichts kostet. Und du kannst den Film nun ganz vollständig vor Ort genießen. Klicken Sie nun auf Weiter. Und nun musst du nur noch einige Sekunden warten, um den Film herunterzuladen. Schnell, nicht wahr? Klicken Sie nun auf Play und der Film beginnt natürlich abzuspielen. Es ist live synchronisiert auf unsere Sprache, also brauchst du keine Übersetzung. Mein Internet ist ein bisschen langsam, dafür entschuldige ich mich natürlich. Ich werde dir einige Teile zeigen, damit du die Qualität sehen kannst. Du kannst den Film in der Vollbildmodus betrachten und die Qualität ist da auch gut. Es ladet ein bisschen langsam, aber ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Und wenn du mehr sehen willst, dann abonniere doch meinen Kanal. Auf meinem Kanal gibt es in Zukunft weitere Videos, deshalb abonniere ihn doch, favorisiere das Video, Daumen hoch. Danke.